Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Und zwar spielen wir Battle Chasers, Night War. Und wir befinden uns immer noch im Pfad der Fänge. Und haben sozusagen schon recht viel erforscht. Wir müssen jetzt aber nochmal hier ein bisschen durch die Gänge kommen. Und dann, glaube ich, geht es auch schon zum Boss danach. So. Hier ist er noch hoch. Hier waren wir schon. Ah, dumm. Die Richtung gehen. So angeln wollen wir nicht. Wir gehen jetzt mal hier längs. Können wir irgendwo hinkommen? Die können die Tür nochmal aufmachen. Wir hätten auch gerade eben hier links gehen können. Nicht so pei. Macht aber nichts. Ach, von da, also von da gekommen. Schon, ne? Eigentlich müssen wir unten rum irgendwo hin. Und wenn wir von da gekommen sind, haben wir das alles ja schon erforscht. Hier längs. Das sieht schon besser aus. Genau. So, eins in die Fresse. Ein Schwert. Oh, sogar entflammt. Gibt's auch. Oh, ich bin entflammt. Wir müssen nur Platz kriegen. Zwei schönen Hieben. Na gut, der macht halt. Gallien kaputt. So. Wie ist mit der Runde 2? Nein, jetzt lieber nicht, danke. So, wir werden da oben. Wir werden hoffentlich noch aufsteigen, bevor wir da beim Gegner ankommen. Klar. Und, ja. So. Ah, komm. Mit. Hau doch auch rein. Das Gute ist mit den Flammen, das haben wir bei zwei Waffen jetzt gemacht. Das ist, glaube ich, sehr praktisch, wie man sieht. Das ist zwar eine Wahrscheinlichkeit nur, dass es entsteht, die Flammen, wenn man nochmal 20 Lebenspunkte entzieht. Aber wie ihr sehen könnt, so wenig oft kommt das gar nicht. Jetzt schon wieder zwei, dreimal hintereinander. Also das kann einen wirklich so auf den letzten Drücker den Arsch retten. Wie sind diese Pfeile, die habe ich gar nicht gesehen. Ich kann auch nicht mehr heilen. Schon ärgerlich. Mal gucken, ob man hier irgendwas zu trinken hier aus dem nehmen können. Einer Gruppenheilungsflakon. Und der mal nehmen. Natürlich nicht so viel. So, wenn wir ein bisschen heilen hier, damit wir nicht ganz schlecht dastehen. Oh, warte. Da muss ja noch einiges sein hier. Ich renne hier jetzt nicht gleich raus. Macht ja keinen Sinn. Ne? Hier unten runter gehen, weiter durch Forst. Da! Oh, der Höhlenschleim. Der Höhlenschleim, den müssen wir eigentlich relativ schnell jetzt mal platt kriegen. Da ist ein Angriff. Einfache Angriffstaktiken, aber das macht er nicht. Wir haben die Schlacht mühelos gewonnen! Das haben wir wohl. Hier ist, glaube ich, nicht viele Erfahrungspunkte. Macht aber auch nichts. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Gab es denn noch? Und so eine Schriftrolle hier da oben. Ja. Wieso sehe ich den auch nie? Okay, der Häuptling der Blutmunde ruft immer mehr Stämme zum Vater Fänge. Zwingt die mächtigsten Krieger im Kampfring in die Knie, doch anstatt sie ehrenvoll auszulöschen, verlangt einen Blutpakt von ihm. Haben wir schon gelesen. Okay. Und erst den Bomber. Zwingen. Das klappt auch ganz gut. Oh, Alter, die Spinne. Die kann aber schon gut reinhauen.
bin ich mal in Schwitzen geraten. Nee, ich auch nicht. Aber ich sitze ja auch nur auf dem Bildschirm, ne? So, wir brauchen noch 300 Erfahrungspunkte. Mal sehen. So, da oben ist auf jeden Fall... Was ist los? Dann haben wir richtig viele Gegner da drüben. Wollen wir noch rein? Die gegenwärtige Gefahr der Fänger bekannte Gebiete im 3D-Spiel haben wir auch schon gelesen. Also ich lese die nicht nochmal durch, weil die schon gelesen haben. Wie gesagt, beim nächsten Dungeon werde ich die auch nur sammeln und dann lesen wir die gemeinsam später. Obwohl das auch doof ist. Es gibt ja auch ein paar. Okay, da kommen wir aber nicht längs. Macht ja auch nichts. Kommen wir auch nicht längs. Wir gehen nochmal zurück. Durch das Tor kommen wir wahrscheinlich noch gar nicht, ne? Da habe ich da einen. Aber nicht so durch. Okay, das geht nicht. Ach, schon wieder da durch. Aber es ist doch so blöd. Aber können wir hier links irgendwo? Natürlich das Tor hier aufschließen. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich mich erwischt habe. Nein, okay, den kriegen wir platt. Leider am Angreifen. Ein Flammen. So, lassen wir gleich mal die Flammen hier. Es war unklug, nicht auf die Verteidigung zu setzen. Okay. Wir haben aber noch einige mehr Gegner, müssen wir kurz reingehen. Ich glaube, wir gehen trotzdem rein und schauen uns an. Oh, nein! Ah, der wollte was sagen. Okay, jetzt erstmal sagt man an. Guck mal gleich, was er sagen wollte. Oh, ein kritischer Schlag. Dann muss ich noch vielleicht platt kriegen jetzt. Ah, keine Angst. Wir sind Runde 2. Du wirst ja mal die Fresse hältst, du toter Wolf. So, jetzt können wir gleich sehen, was er sagen wollte. So, da. Hier herrscht eine Bewegung im Schatten und hört ein leises Rascheln. Ihr seht einen verwundeten Werwolf, der sich die Seite hält. Er scheint verzweifelt zu suchen, sich möglichst unsichtbar zu machen und zuckt zusammen, als sich eure Blicke treffen. Verlose, zischt er. Böses Omen bringt Pech. Ihm zu helfen versuchen, wie wir es hier gesagt haben, ihn töten. Was machen wir? Wir suchen ihm mal zu helfen. Er zieht euch argwöhnisch an und knirscht beim Reden vor Schmerzen. Sie sind Kräuter heilen, Kraft muss fliehen. Reichen diese Kräuter? Er kaut hastige Kräuter und lässt euch dabei nicht aus den Augen. Die Kräuter scheinen ihn ein wenig zu beleben. Er behebt sich wackelig, zögert und gibt euch dann eine Schriftrolle. Warte vom Versteck in der Nähe. Ihr habt geholfen, es gehört euch. Mit überraschender Gewandtheit zieht er sich in den Schatten der Höhle zurück. So, wir gucken uns die Karte mal an. Nach der Rettung der Kunde hat er euch auf einen versteckten Schatz in den Bümsenlanden hingewiesen, wo es keine lebende Baum gibt, aber noch die Hütte sehen kann. Okay, können wir hier gar nicht sehen. Gut. Okay, gehen wir ins letzte. In den letzten Raum rein. Ach, ich renne da schon wieder rein. Also, wie dumm bin ich denn mit dieser... Man sieht doch diese kleinen Löcher da unten, ne? Ich renne da trotzdem mal wieder rein. Sehr behämmert. So. Okay. Ein Schleicher, okay. Können wir den erholen? Ah, ich wollte mich nicht gereinigt. Ich wollte nicht. Na egal. Ah, hier. Hier wollte ich nicht rein. Na egal. Das ist doch schon gut. Ein Heilung, der Depp. Ich
Ich habe nicht weniger erwartet. So, wie viel Leben haben wir jetzt noch? Müsste für den nächsten Kampf noch reichen. Okay, jetzt noch ein paar Wölfe. Und gehen wir noch nicht runter. Wir gehen erstmal hier hoch. Oh. Elementar. Okay, der hat ein bisschen. Der braucht ein bisschen mehr. Ah, sehr gut. Oh, da kommen die kleinen Piepmetze wieder. Schlampig, das kommt davon, Leute. Ah, guck mal, wir gehen schon Richtung Aufsteigen. Also wenn wir die Leute jetzt noch hier killen, dann sollte das auf jeden Fall gut sein. Okay, hier geht's nicht weiter. Oh, da kommt hoch. Aber hier kommt einzeln, dann können wir ihn einzeln. Okay, das ist ein bisschen größer, glaube ich. Kriegsmütterlich, okay. Eieiei. Na warte. So. Jetzt nicht, ob der hart oder nicht hart. Das sah jetzt gar nicht so hart aus. Aber, naja, gut. Oh. Bei Kämpfen, dann müssten wir so weit sein, dass wir wieder volles Mana haben. Ah, ich meine, sollte nicht auf diese Taktik setzen, aber das tun wir jetzt einfach mal. Können wir unser Mana jetzt auch ein bisschen verbrauchen gleich. Da können wir die heilende Welle machen. Da brauchen wir ja gar nicht mal heilende Welle machen. Sondern machen. Yes. Und hier machen wir mal. Yes. Du kriegst nicht unseren Stoß. Okay. Das war's mit dem guten Werwolf. Also coole Sequenzen, die sterben so ein bisschen, oder? Ziemlich geil. Okay, es fehlt uns leider noch ein Gegner, um aufzusteigen. Aber den Krieg finden wir auch noch. Oh, was gibt's denn hier noch? Eine Höhle? Hinten rein? Ach, schade. Das wäre cool gewesen, da hinten unter dem Wasserfall. Was Cooles gefunden? Nein, natürlich nicht. Wo es Gewinne zu machen gibt, gibt es natürlich auch Konflikte. Hatten wir auch schon. Okay, hier war alles abgegrast. Das heißt, wir haben alle ausgelöscht und können uns theoretisch auf den Weg machen zurück zum Eingang, denn wir haben jetzt ja alle sozusagen gekillt. Bedeutet, da oben ist da noch eine Truhe? Ich muss da nochmal hinreisen. Warte mal. Wir werden auf jeden Fall den Bossgegner angreifen, weil wir müssen mal gucken, ob wir noch irgendwo. Also ein paar Gegner kriegen wir, glaube ich, nicht mehr, ne? Muss doch auch irgendwo noch eine fette Truhe sein. Wo ist die? Muss da irgendwo noch was sein? Oder nicht? Oder sehe ich das verkehrt, was dieses Kabel anzeigt?
Kommen wir nicht durch? Da oben war auch nicht mehr, ne? Ich gehe nochmal da oben längs. Ich meine, ich konnte nicht mehr entdecken. Ne? Schade, schade. Die Ecken noch nicht abgesucht, müssen wir mal gucken. Aber Gegner haben wir, glaube ich, keine mehr hier. Was ein bisschen schade ist. Aber vielleicht finden wir noch andere Gegner, gegen die wir kämpfen können. Aber sonst sieht es ein bisschen mau aus mit einem großen Kampf gegen irgendwelche Leute. Also jetzt nicht längs. Hier, ne? Genau, jetzt im letzten Raum noch rein und dann können wir uns mal beamen. Hier irgendwo raus. Dort. Wunderbar. So, jetzt sind wir noch eigentlich am Anfang. Jetzt müssten wir eigentlich auch in die Mitte gehen können, wieder, weil wir alle gekillt haben, also alle getötet haben, was er von uns verlangt hat. Wird man uns einlassen in der Arena gewinnen. Okay, gehen wir runter in die Arena. Bin ich mal gespannt. Oh. Beide Fahnenträger, gut gemacht. Ihr habt euer Wort gehalten. Ich tue dasselbe. Das Tor wird sich öffnen. Ist es so? Mach auf, du Sack. Okay. Dann mal rein. Also, ein paar Sachen sammeln. Hier links. Heilen und sämtliche Mana wiederherstellen, nur einmal nutzbar. Klar. Okay, es wird hier jetzt wahrscheinlich zum Kampf gehen. Obwohl, hier unten kann noch was einsammeln. Das machen wir mal. Ein Flakon der Erneuerung. Da ist gerade jemand getötet worden. Naja, wir müssen trotzdem mal hin. Es hat keinen sauren Tod verdient und ihr auch nicht. Oh. Ihr Ausländer denkt, ihr könntet euch in Angelegenheiten der Wölfe einmischen. Wohlan. Oh, da kommt noch. Oh. Die dunkle Dame wird lächeln, wenn ich ihr eure Köpfe bringe. Tötet sie. Okay, los geht's für den ersten großen Kampf. Ich hoffe, wir kriegen es irgendwie hin. Aber wir sind ja gut aufgepusht. Okay. Streuschuss. Jetzt hier nehmen wir mal. Los geht's. Oh oh. Ei. Okay, das war auch nicht so schlimm. Das ist nicht so schön. Ich blute dich auch noch. Krass. Okay. Auf 540 hat er heute. Versuchen wir erstmal einen Bein zu killen.
Eieiei. Okay, der letzte Kill, den kriegen wir auf jeden Fall. Okay, wir müssen es schnell machen. Oh oh. Das ist doch was nicht Gutes. Oh nein, hat auch eingeholt. Alter, die beiden ausgelöscht und sich Leben wieder geholt. Das war nicht so cool. Okay, dann haben wir alles weggenommen. So, ich kann jetzt ein bisschen Leben wieder platt machen. Unser Leben auch ein bisschen hoch. So, Häuptling. Gefahr beseitigt. Sind wir aufgestiegen? Genau. Gut, sind alle Level 9. Heilende Berührung erschlossen, Heldentum erschlossen und Zerbrechen erschlossen. Häuptlingsmacht haben wir bekommen. Schauen wir uns gleich mal an. Leiselot Magie eingesetzt hat. Leiselot, so heißen die, okay. Kannst du schweigen von Dunkelmagie? Ich glaube kaum, dass sich ein Leiselot selbst Magie beibringen kann. Jemand muss sie ihm beigebracht oder ihn gezwungen haben. Er hat die dunkle Dame erwähnt. Könnte sie ihm seine Kräfte gegeben haben? Möglich. Und sie könnte auch die Person sein, die eine Artefaktlieferung von den Banditen erwartet. Wir müssen Monika und Nolan finden, aber... Das hier sieht schlimm aus. Deswegen sind wir bestimmt auch abgeschossen worden. Und waren schon als Fremde bekannt. Die dunkle Dame will keine Einmischung von außen. Wir müssen die anderen finden. Dann können wir uns einen Plan überlegen. Der Plan sollte vorsehen, so schnell wie möglich zu verschwinden. Lasst uns die Kanone lahmlegen und nach Ramsdorf gehen. Was machen wir jetzt? Dungeon abgeschlossen. Fahrt der Fänge. So, warte mal. Wo war das hin? Der euch geholfen hat, liegt still und leblos da. Seine leeren Augen starren ins Nichts. Oh,
So, warte, wir müssen mal kurz zurückgehen. Kommt man da nicht auf so einen Weg auch noch runtergehen? Also nicht verkehrt. Hier können wir mal einmal benutzen, ne? Nein, warte mal. Wir verlassen den Dungeon gleich, aber ich wollte einmal noch mal hier runtergehen. Ja, das habe ich auch hier unten gesehen. Ne, man konnte nur hier diesen Weg rum. Ach, das ist da, wo er stand. Okay. So, ging es da hinten noch weiter, oder? Achso, warte mal, gehen wir hier rein? Ich habe das Lager von Schätzen aus dem Pfad der Fänge. Sollen wir öffnen? Okay. Ein Ring. Ein einfacher Ring, der seinen Träger die Stärke eines Riesen verleiht. Pass auf, den geben wir mal hier. Die 16 Kraft, aber Crit geht ein bisschen runter. Ein Spieler von noch einmal das Leisel. Ein prächtiger klingendes Haupt, das Leisel inspiriert, der Wunder hier. Eindrucksvoller Streich. Jede andere Stärke für eine Runde, andere Stärke. Das Wunder um 106. Okay. So. Mal, ob es hier irgendwo noch weitergeht. Dann verlassen? Jo. Manche Händler haben hin und wieder Waren, Sonderangebote, Inventare und Angebote. Werden jeden Tag aktualisiert. Ja, ich würde sagen, das war es aber auch eigentlich schon für heute. Ich danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Ich lasse den Ladescreen kurz inlaufen. Das letzte Mal mich geärgert, da lief auch immer eine Zwischensequenz danach. Ich denke mal nicht, dass es jetzt kommt, aber wer weiß, wenn sie kommt, wäre es ja ärgerlich. So, warten wir ganz kurz. Wenn wir daran denken, einen Flakon zu mitnehmen, okay. Genau, sind wir hier, Vaterfänger. Jetzt können wir ja durchlaufen. So, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.